Ja, ich freue mich eigentlich, dass ich hier bin und ich freue mich auf den ersten Tag und ich freue mich, bin mal gespannt, wie es so läuft. Meine Frau wird kommen, meine Mutter wird da sein, meine Frau hat das Ganze mit dem Wort kommentiert. Na gut, dann besuche ich die mal zu deiner ersten Einschulung. Will nicht hoffen, dass sie eine Schultüte mitbringt, das wäre unangenehm. Aber ansonsten gehe ich da ganz gelassen ran und mal schauen, was da kommen wird. Ja, wir haben jetzt das Ende der Fraktionssitzung vor der konstituierenden Sitzung des Landtages gehabt und wie gesagt, und sind jetzt im Prinzip dann in Erwartung der nächsten Stunden, wo dann die konstituierende Sitzung dann um 15 Uhr hier beginnen wird. Wir werden jetzt praktisch tatsächlich beginnen mit der konstituierenden Sitzung. Dann gibt es ja geheime Wahlen, wie ich gehört habe, über die Wahl des Präsidiums, sodass man dann praktisch, nachdem dann alles vorbesprochen ist, jetzt mit der Konstituierung tatsächlich beginnen werden. Und schauen wir mal, wie lange das Ganze dann dauern wird und wie es ablaufen wird. Ob die Stimmung so gut bleibt, wie sie ist. Ich hoffe, wir haben auf jeden Fall ja eigentlich keinen Grund, keine gute Stimmung zu haben. Also ich bin schon, muss ich sagen, aufgeregt. Heute Morgen habe ich gedacht, naja, eigentlich versuchst du mal ganz ruhig zu bleiben, aber jetzt beim ersten Mal ist das doch schon etwas sehr Besonderes für mich. Ja, die ersten zwei Stunden waren spannend und danach setzte wirklich schon etwas Routine ein bei den Abstimmungen. Aber so ist halt Abgeordnetenalltag auch. Mal nicht so spannend und mal ganz spannend. War sicherlich heute ein guter Querschnitt am ersten Tag.